Bremen. Der Stadtstaat ist nicht nur das kleinste Bundesland, sondern auch das ärmste. Mehr als 22% der Menschen hier sind von Armut bedroht. Dennis und seine Frau Marion sind durch Marions schwere gesundheitliche Probleme zu einem Leben am Existenzminimum gezwungen. Ich bin Dennis. Und ich bin seine Frau Marion. Wir leben von 945 Euro im Monat. Durch die Pflege meiner Frau kann ich keinen Vollzeitjob mehr ausüben. Und ich wünschte, ich könnte trotz meiner Krankheit arbeiten gehen, aber das ist verdammt schwer. Marion leidet an Spinalkanalstenose, einer schmerzhaften Verengung des Rückenmarkkanals. Ein Leben ohne fremde Hilfe ist für sie nicht mehr denkbar. Ich habe eine Wirbelsäulenerkrankung, muss deswegen im Rollstuhl sitzen. Kann zwar noch so kurze Sachen machen, aber so laufen lange Strecken oder was geht gar nicht. Vor 4 Jahren hat Marion die Diagnose erhalten. Seitdem baut ihr Körper immer weiter ab. Ich habe früher im Spielhaus nachmittags gearbeitet mit Kindern, bis das erste Mal mit dem Rücken so schlimm wurde, dass ich es nicht mehr machen konnte. Dann wurde auch eine Wirbelsäulen-OP gemacht. Und jetzt ist das schon seit ein paar Jahren halt, dass das immer schlimmer wird. Und ich daraufhin eigentlich nichts machen kann. Durch die Krankheit hat Marion nicht nur ihre Selbstständigkeit verloren, sondern auch ihr Selbstwertgefühl. Früher wusste ich, was ich geleistet habe und was ich in der Lage war, alles zu machen. Ja, und davon ist fast nichts mehr da. Außer, dass ich für meine Kinder da sein kann. Marions 3 Kinder sind bereits ausgezogen. Zu Hause kümmert sich ihr Mann Dennis um sie. Er hat auch offiziell die Pflege übernommen. Ich habe ja als Pfleger eintragen lassen. Was anderes käme auch nicht in Frage, dass irgendwie eine fremde Person käme. Und dann reicht es mir mit meinem Job eben gerade noch zu einer Teilzeit von 4 Stunden täglich. Und das reicht mir auch. Also ich bin damit voll ausgelastet. Ohne Dennis, hätte ich wahrscheinlich gar keine Kraft mehr. Das Paar wohnt in einem Mietshaus im Süden der Hansestadt. Neben Marions Krankheit belastet beide auch ihre finanzielle Situation. Jetzt erstmal nach Post gucken. Hoffen, dass keine Rechnung drin ist. Nee, das ist von meinem Kind nur der Ratenkaufvertrag, weil das über meinen Namen läuft. Nichts, was ich bezahlen muss. Hattet ihr das schon, dass irgendwie eine Rechnung kam, wo man nicht wusste, wie man es bezahlen soll? Natürlich kommt das vor. Je nachdem, ob sich das verschieben lässt oder nicht, würde ich, wenn gar nichts geht, dann wahrscheinlich meinen Sohn und meine Schwiegertochter fragen, ob die mir da aushelfen können. Meistens geht das dann auch in Ordnung, aber ich möchte es dann auch immer wieder zurückzahlen, weil ich will von meinen Kindern auch nichts geschenkt haben. Die sind dafür nicht verantwortlich. Selbstständig zu sein bedeutet Marion viel, auch wenn ihr das in letzter Zeit immer schwerer fällt. Die Treppe ist jedes Mal eine Horrorvorstellung. Wenn das noch schlimmer ist als jetzt, dann kommt es auch vor, dass ich gar nicht mehr alleine runter oder hochkomme. Dann geht das nur, wenn Dennis dabei ist. Eine Rampe würde Marion erheblich helfen. Doch die Kosten dafür müsste das Paar alleine tragen. Unmöglich, denn schon jetzt reicht das Geld kaum für das Nötigste. Das ist unsere Wohnung. Unsere Möbel, die wir haben, stammen größtenteils vom Sperrmüll. Warum soll ich mir Sachen unbedingt neu kaufen und mich dafür in Unkosten stürzen, wenn ich sie genauso gut auch auf dem Sperrmüll finde? Vom Sideboard ist unten ein Griff gebrochen, aber da gucken wir halt auch beim Sperrmüll dann immer mal, ob die manche Schränke da, ob die dann vielleicht so einen Griff wieder dran haben. Ja, dann wird das kurzerhand abgeschraubt und neu gemacht. Seit Abbruch ihrer Lehre im Einzelhandel vor über 20 Jahren lebt Marion vom Amt. Sie bezieht Hartz IV. Der Tisch, der ist bestimmt 18 Jahre alt. Der Schrank, der, ich kann gar nicht mehr zählen, wie alt der ist. Der soll dann auch irgendwann, wenn Dennis halt das Geld wieder für eine Farbe da ist, weiß lackiert werden. Was würdet ihr machen, wenn es so eine Möglichkeit wie Sperrmüll es nicht geben würde?
wenn das Geld nicht reicht, vorne hinten nicht hinkommt, dann bleibt uns keine andere Wahl. Aber auch da schäme ich mich nicht für. Die 48-Jährige würde gerne arbeiten, wenigstens ein paar Stunden in der Woche. Dann gucken wir mal in die Zeitung auf gut Glück, ob was dabei ist, was ich vielleicht doch zu Hause machen kann. Richtung Job jetzt? Ja, oder Nebenbeschäftigung. Nachdem Marion vor 4 Jahren die Diagnose erhalten hat, ist sie zusätzlich auf Pflegegeld angewiesen. Mein Sachbearbeiter vom Jobcenter sagt selber, er hat nichts da, was er mir anbieten könnte als Arbeit. Da ich weder lange sitzen kann, noch irgendwie lange stehen kann oder irgendwas anderes. Und darum gucke ich zwischendurch immer mal, ob nicht vielleicht doch irgendwas ist, was ich irgendwie machen könnte. Die Ausbildung im Einzelhandel brach Marion wegen ihrer Schwangerschaft ab. Zuletzt arbeitete sie ehrenamtlich als Kinderbetreuerin. Gewerbliche Berufe, Kraftfahrer, das funktioniert nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen Führerschein. Auslieferungsfahrer, Reinigungskraft. Reinigungskraft habe ich sogar schon mal gemacht, aber jetzt kann ich es nicht machen. Also ich kann die ganzen Arbeiten, würde ich gar nichts mehr machen können. Das muss ja hier auch alles Dennis machen. Für die Schwerkranke ist ihre tägliche Suche nach passenden Jobs extrem frustrierend. Da ist nirgendwo was dabei, was ich machen kann. Und schon wieder umsonst geguckt. Das nagt an der Substanz. Ich weiß, müssen wir aufhören, sonst fangen die mir an zu heulen. Wieder arbeiten zu können, würde Marion vor allem auch ein Stück Selbstachtung zurückgeben. Man fühlt sich nur wie eine Belastung, weil ich kann nicht wirklich irgendwas dazu beitragen, weder hier zur Wohnung oder zum Finanziellen. Das wenige Geld ist eine Sache. Vielmehr bedrückt Marion allerdings ihre verlorene Selbstständigkeit. Duisburg im Ruhrgebiet. Der 30-jährige Chris saß bereits 7 Jahre seines Lebens im Knast. Gerade heute stand er schon wieder vor Gericht wegen Betrugs. Weil er alles abgestritten hat, wurde die Verhandlung verschoben. Für ihn ein Grund zu feiern. Also wir gehen jetzt zum Kiosk, eine Kleinigkeit essen nach der Verhandlung. Ja. Wer ist das? Also das ist mein Kollege Pierre. Ja, ich habe heute Gericht gehabt, ne? Ja. Bin ich erstmal freigekommen, weil der Zeuge nicht dabei war und ja, erstmal auf freiem Fuß, ne? Ist doch gut. Ja, den Rest erzähle ich dir drinnen, würde ich sagen, ne? Ja, okay. Ja, müssen wir reingehen. Chris ist auf Bewährung. Wird er verurteilt, muss er seine Reststrafe von 7 Monaten absitzen. Anders als vor Gericht macht er hier keinen Hehl aus seiner Straftat. Und was ist mit das Handy eigentlich passiert? Pah. Habe ich mir das Handy gemacht? Ja, das habe ich verkauft. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, An- und Verkauf oder so. Also hast du 2-mal verkauft, aber einer hat es dann wirklich. Ja. Wie viel hast du für das Handy bekommen? Ich glaube, das war irgendwas mit 500 Euro. Und was hast du von das Geld da gemacht? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auch ein bisschen Wohnung halt gemacht, Krimskrams gekauft und kennst du andere, ne? Hm. Perle, Parfum, alles teuer. Chris wirkt völlig abgestumpft. Er hat eine erschreckende Einstellung zu seiner Tat. Eigentlich esse ich ja morgens nichts, ne? So alles. Aber weil ich ja noch am Pennen bin. Aber hast du mal drüber nachgedacht? Also nicht in den Tod zu machen, sondern arbeiten zu gehen? Nö. Also ich habe nicht drüber nachgedacht, arbeiten zu gehen. Ich brauchte ja schnelles Geld, nicht langsames Geld. Mir ging es ja um schnelles Geld. Wie ist es sonst so mit dem Richter gelaufen? Keine Ahnung, wie er drauf war, so ein bisschen komisch, aber ich habe den direkt angelogen mit den Kindern und. Was heißt gelogen? Er hat ja gefragt, wie viele Kinder ich habe. Habe ich gesagt, 3. Ich habe ja ein paar mehr, aber geht ja nichts an. Er muss ja nicht denken, Vater von so vielen Kindern und dann hier vor Gericht bei mir. Wie du hast, mehr? Hä? Ja, ich habe ja, ich glaube, 4 Kinder oder 5. Irgendwie kommen da immer mehr zu, aus allen Ecken.
jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Wochen ist irgendwie ein Kind geboren worden von mir. Habe ich so nebenbei vom Kollegen mitbekommen. Der hat mir das geschrieben, so herzlichen Glückwunsch und sowas. Ja. Eine emotionale Bindung zu seinem Nachwuchs hat Chris offenbar nicht. Er hat die Kinder mit verschiedenen Frauen, oft Kurzbeziehungen oder One-Night-Stands. Ich wusste ja, dass sie schwanger ist, aber ich habe ja keinen Kontakt mehr mit ihr so gehabt und ja. Ne? Jetzt habe ich schon wieder was erfahren. Meine Perle, die sagt so seit ein paar Tagen, mir geht's nicht gut und... Hast du schon was von Verhütung gehört? Ich verhüte ja eigentlich nicht. Die Frauen sagen... Aber deswegen passiert das wahrscheinlich. Ja, die Frauen sagen immer, ja, ich nehme die Pille und ich habe die 3-Monats-Spritze oder sonst was. Ja, und dann stimmt das ja nicht, ne? Weiß ich ja nicht. Man vertraut ja, wo soll man das denn nachvollziehen können, ob das stimmt, ne? Aber das Vorkehrungen war dir egal? Also ich mag das nicht, so Kondome zu benutzen und muss ich ja nicht drauf weiter eingehen, so. Nicht zwei sind immer schuld, meistens eine. Und das bist nicht du? Natürlich nicht. Der 30-Jährige sieht sich nicht in der Verantwortung, weder moralisch noch finanziell. Aber wer zahlt für die Kinder? Wer zahlt für die Kinder? Der Staat, würde ich sagen. Ne? Wird da vorgestreckt. Die zahlen das schon. Glaubst du, du kannst das jemals abbezahlen? Ach, um Gottes Willen, ich kann das niemals kann ich das abbezahlen. Das sind jetzt 4, 5 Kinder. Ja, keine Ahnung, das ist ja mega viel Geld. Ne? Werde ich nicht abbezahlen können. Geht man davon aus, dass der Staat allen 5 Kindern von Chris bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss zahlt, kommen weit über 100.000 Euro zusammen. Ja, solche machen, so ein schlechtes Gewissen haben, brauche ich ja nicht, weil ich weiß, das übernimmt da jemand. Wenn ich mir jetzt einen Job suche, um das abzahlen zu können, lohnt schon nicht. Ich muss die Miete damit zahlen, dann muss ich erstmal so normal Unterhalt an alle bezahlen, dann muss ich noch die Schulden von dem Unterhalt bezahlen. Und dann ich habe ein paar Euro über, muss dann noch zum Jobcenter hinrennen, um eine Aufstockung zu beantragen, weil Geld vorne und hinten nicht reicht. Dann bleibe ich direkt bei dem da und im Jobcenter und, ne? Also ich muss auf jeden Fall lernen, früher rauszuziehen, bevor ich noch mehr Kinder kriege. Das ist dann aber auch schon alles, was der Hartz-IV-Empfänger ändern möchte. Sonst macht er weiter wie bisher. Wir gehen jetzt zu mir, kiffen ein bisschen, chillen, Freiheit genießen. Ja, üblicher halt. Solange es noch geht. Solange es noch geht, solange es so bleibt. Denn auf Dauer wird er nicht vor jeder Verantwortung weglaufen können.